Hallo und herzlich willkommen zurück zum Thema Mathe-Kursstufe, wieder mit unserer Ebene. Und da wir letztes Mal den schönen hellblauen normalen Vektor von unserer Ebene hier ausgerechnet haben, zeige ich euch diesmal, wie man in die Koordinatengleichung reinkommt. Und ja, was ist denn die Koordinatengleichung eigentlich? Das ist eine einzige Zeile mit drei Variablen. Hört sich erstmal komplett unpraktisch an, aber man kann damit super rechnen. Ich zeige es euch dann, beziehungsweise ihr werdet es selber merken. Deswegen ist es schwer zum Aufstellen, es ist schwer, sich damit eine Ebene vorzustellen und es ist schwer, die Form zu bekommen. Aber wenn man sie erstmal hat, und glaubt mir, das werdet ihr leider, leider brauchen, dann kann man damit einige coole Sachen machen. Ja. So, also. Ihr braucht dazu auf jeden Fall mal den normalen Vektor, weil dadurch geht es einfach viel, viel einfacher. Und dann noch einen Punkt mehr braucht ihr gar nicht. Das ist schon der ganze Trick an der Sache. Und das haben wir hier alles, denn unsere Ebene ist ja erstmal festgelegt durch einen Punkt. Aha, das wollen wir ja. Spannvektor 1, Spannvektor 2 und wir haben den normalen Vektor ausgerechnet. Apropos normalen Vektor, der ist übrigens für die Ebene eindeutig bestimmt. Also wenn wir einen Punkt haben und einen normalen Vektor, dann ist unsere Ebene komplett definiert. Denn der normalen Vektor gibt uns praktisch die Lage unserer Ebene an und der Punkt gibt uns an, wo sie genau liegt. Also sagen wir mal, wir hätten zwei parallele Ebenen. Ich nehme jetzt schon was vorweg, nur so kurz, falls ihr da irgendwie mal drauf stoßt. Wenn zwei Ebenen denselben normalen Vektor haben, sind sie parallel. Wenn sie auch noch denselben oder wenn auch noch der Punkt in der anderen Ebene drin liegt, dann sind sie identisch. Kann auch passieren. Ja, so viel zum normalen Vektor nochmal. Ja, wir machen jetzt weiter. Und zwar mit der Koordinatengleichung. Wie kriegen wir die daraus? Ganz einfach, unser Vektor x hier bedeutet ja nichts anderes. Moment, lasst mich kurz was kopieren. Wie? Oh je, das wird dauern. X1. So wie dazu. Es ist früh am Morgen, also bitte nehmt es mir nicht übel. So. Ja. Unsere Ebene hat ja dieses x hier vorne dran. Das x bedeutet, jeder Punkt in der Ebene ist definiert so. R und S können dabei alles Mögliche sein. Das heißt, es gibt auch unendlich viele Möglichkeiten. Natürlich, bei Geraden ja sogar. Und das x kann man ja eigentlich aufteilen in x1, x2 und x3. Und genau das tut die Koordinatengleichung. Die sagt nichts anderes wie, ja, deswegen kopiere ich den hier nochmal. 6x1 plus 7, nicht x1, sondern x2, plus 4x3 ist gleich, upsala, ist gleich eine Zahl d. Ja, jetzt haben wir vier Variablen, wir wollen nur drei haben. Dieses d werden wir noch ausrechnen. Aber das ist schon mal das Grundgerüst. Also im Prinzip ist es nicht das Grundgerüst, im Prinzip habe ich euch gerade Mist erzählt. Grundgerüst ist ohne Zahlen. Deswegen mal mit wirklichem, echten Grundgerüst. Als Formel. Juhu. So, normalen Vektor, erste Koordinate, mal x1. x1 bleibt immer stehen, x2, x3 genauso. Das sind einfach eure Variablen, die bleiben da. Die müsst ihr auch nicht ausrechnen oder so, außer ihr wollt was Spezielles raus haben. Aber für die Koordinatenform reicht euch hier dieses x1 da hinten dran stehen, x2, x3 auch. n2 ist die zweite Koordinate vom normalen Vektor, n3 ist die dritte, macht ihr Sinn. Und d, d ist, ja, wie beschreibe ich das? Das Skalarprodukt aus normalen Vektor. Ah, da ist es schon wieder. Skalarprodukt mal Punkt. So, und dieser Punkt muss einfach auf eurer Ebene liegen. Welcher Punkt es ist, ist völlig egal. Da sollte immer dasselbe rauskommen. Sollte, sage ich da. Wenn nicht, prüft, ob ihr euch nicht verrechnet habt oder so. Oder ob der Punkt wirklich auf der Ebene liegt, ist auch oft ein Fehler. Also hier,
habt ihr praktisch euer Grundgerüst und genau so stellen wir das ganze Ding jetzt mal auf, wie ich schon gerade vorhin angefangen habe. 6x1, 7x2 und 4x3. 6, 7, 4. Ihr seht, es ist relativ einfach, die x bleiben ja stehen. Normalen Vektor mal p, p ist 3, 2, 0. So, das ist dann dasselbe wie 6 mal 3 plus 7 mal 2 plus 4 mal 0. Ja, wie gesagt, als Skalarprodukt. 6 mal 3 ist 18, 7 mal 2 ist 14 und 4 mal 0 ist 0. Das heißt, das können wir hier schon wegmachen. Da kommt dann 32 raus. Und den Teil machen wir auch gerade mal weg. So. Und schon habt ihr eure Koordinaten gleich. Gar nicht schwer, oder? Macht auch riesig viel Spaß. Nein, eigentlich nicht. Aber ihr braucht's. So. Und deswegen habt ihr jetzt aus dieser Ebene hier Parametergleichungen, wo man drei Punkte praktisch einfach einsetzen konnte und relativ schnell seine Gleichung raus hatte, habt ihr jetzt eine komplexe Koordinatengleichung gemacht, mit der man dann richtig schön rechnen kann. Andersrum gesehen kann man hier auch sehr, sehr schnell den normalen Vektor ablesen. Das heißt, euch wird auch oft so eine Ebene gegeben sein und ihr müsst irgendwas mit dem normalen Vektor machen. Fackelt nicht lang rum. Einfach die Zahlen vor dem x, Achtung, mit Vorzeichen, sind der normalen Vektor. Also wenn das jetzt hier minus 7 wäre, dann müsste man hier auch minus reinschreiben. Die Zahlen hier hinten dran braucht ihr dann gar nicht, wenn ihr nur den normalen Vektor wollt. Ja, das ist es eigentlich schon, was ihr dazu gerade braucht. Wie man wieder von dieser Form hier auf die kommt, ist eigentlich total simpel. Man setzt einfach für x1 und x2 zwei beliebige Zahlen ein, rechnet dann die dritte aus und macht das ein paar Mal, dann kriegt man drei Punkte raus und dann kann man die Gleichung hier aufstellen. Da wird jedes Mal was anderes rauskommen. Aber es wird trotzdem dieselbe Ebene sein. Und deswegen ist es auch oftmals eine Aufgabe, überprüft, ob eure Ebenen identisch sind oder sonst was. Da könnt ihr dann wieder einen normalen Vektor ausrechnen, wie ich schon vorhin gesagt habe. Und rechnet einfach die Koordinatengleichung aus, das ist eindeutig. Ja, das war's dann schon mal zur Koordinatengleichung. Nächstes Mal machen wir die optische Darstellung von Ebenen, also wie komme ich von so einem Gramm 4 auf so ein hübsches Bild ohne die Vektoren. Also nur diese Eckdinger hier. Ja. Und ja, ohne Taschenrechner vor allem, glaube ich, muss es sein. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.